So, steigen wir heute mal ein bisschen aus, laufen heute mal ein bisschen und moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Alltag in GTA 5. Und heute haben wir die Vor- und die Nachteile von der Schule dabei. Ihr könnt euch gerne mal hier jetzt äußern. Eure Sorgen in dieses Kommentar packen unter dieses Video. Was mögt ihr an der Schule? Was hasst ihr an der Schule? Welchen Lehrer findet ihr richtig kacke? Dann könnt ihr das hier gerne schreiben. Aber bitte hier nicht den Lehrer hier irgendwie dissen oder so, sondern er macht eigentlich auch nur einen Job. Nach diesem Video wirst du nämlich anders denken über Schule und über sowas. So. Wir werden aber nicht nur über Schule reden, sondern auch über Arbeit. Was sind die Vor- und Nachteile? Vor- und Nachteile von Schule? Und dann fange ich einfach am besten mal an mit dem Nachteil der Schule. Und der Nachteil der Schule ist einfach, man muss Hausaufgaben machen. Hausaufgaben. Genau. Das können jetzt die blöden Matheaufgaben sein, Französischaufgaben, Englischaufgaben, Deutschaufgaben, schreibe einen Text weiter oder schreibe einen Text in Plural. Also, wenn mich das immer aufgeregt hat, ich dachte immer Plural, was ist denn das? Das blicke ich doch gar nicht. Ich schreibe einen Text so, wie ich das will. Ne? Und dann kommen die Matheaufgaben. Immer die gleichen Aufgaben. Reicht es nicht einfach, fünf Aufgaben zu machen und fertig? Ich hab's doch kapiert. Also wirklich bei den Hausaufgaben gibt es wirklich totale Unterschiede. Es gibt Lehrer, die verteilen kaum Hausaufgaben, bis gar keine Hausaufgaben. Und es gibt Lehrer, die verteilen Hausaufgaben, wo der Schüler bis zu 3 Stunden dranhockt. Und dann denke ich mir wirklich, das ist wirklich schon fast kriminell, was da passiert. Weil viele Lehrer, die interessiert es so gar nicht. Ja, scheiß auf die Schüler, scheiß drauf, Mann. Hausaufgaben nicht für meine Schüler. Und da gibt es die Lehrerin, hauptsächlich Frauen. Und das ist ja wirklich jetzt leider ein Vorurteil. Das muss ich leider zustimmen, da ich jetzt schon ein bisschen Lebenserfahrung habe und kann das gut beurteilen. Ich bin jetzt 21. Oh Gott, die Frauen, also die haben irgendwie so einen Hausaufgabentick. Ehrlich. Die haben irgendwie einen Hausaufgabentick. Die geben richtig viel Hausaufgaben auf. Da komme ich nicht mal klar, ganz ehrlich. So, die Vorteile von Schule. Ist auf jeden Fall mal lernt was fürs Leben. Ich konnte es auch nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben, als die Lehrer, als ich das mal gehört habe, man lernt was fürs Leben. So ein Quatsch, habe ich mir gedacht. So ein Quatsch. Aber man lernt etwas fürs Leben. Man lernt pünktlich zu sein, man lernt Verantwortung und man lernt natürlich lesen, schreiben und die ganzen anderen Scheißsachen. Hier sieht es auch eh aus wie auf der Ölkatastrophe. Hier ist ja der Ölpreis nach oben gegangen. Auf jeden Fall, man lernt sehr viel fürs Leben. Und das kann ich euch wirklich sagen. Man lernt hier Freunde kennen in der Schule, die man sonst nicht kennengelernt hat. Man lernt wirklich teilweise die erste Liebe kennen in der Schule. Und wenn es das alles nicht geben würde, dann würde gar nichts mehr laufen, weil Schule bildet. Schule bildet. Die ganzen Sachen hätten wir doch gar nicht gelernt, wie die Formelberechnung von so einem Kreis geht. Das hätten wir nie gelernt zu Hause. Das hätten uns gar nicht interessiert. Zu Hause hätten wir lieber PS2 gezockt. Das muss mir keiner sagen, dass wenn es keine Schule geben würde, dass er zu Hause lernen würde. Das ist Quatsch. Das würden einige tun, okay, aber nicht die meisten. Das sind nur wenige. So. Die Lehrer. Es sind keine schlechten Menschen. Eigentlich sind es Helden. Lehrer werden gemobbt von den Schülern, die werden angespuckt, die werden schlecht behandelt, die werden teilweise beleidigt, die werden teilweise geschlagen, die Lehrer heutzutage. Wobei diese Lehrer etwas getan haben, den Mut gemacht haben, zu studieren und eben dieses Wissen weiterzugeben. Dieses Wissen weiterzugeben, das ist eigentlich, wenn man mal genau überlegt, eigentlich sind das doch eigentlich Helden, wie Feuerwehrmänner. Die bilden uns. Und das ist doch etwas, was eigentlich so ganz kurz kommt und so. Ne? Sonst endest du wie diese Frau hier namens YouTube Gamescom und musst hier Bänke überfallen. Bildung ist der Schlüssel zur Macht. Und ich kann das euch wirklich so sagen. Man lernt für die Schule. Und das sage ich euch wirklich als YouTuber.
Das sag ich euch, hier wisst, wie ich hier stehe, ganz ehrlich. Aber jetzt reden wir nicht hier über die Schule und so weiter. Jetzt schreibt, oh Gott. Jetzt reden wir mal über die Vor- und Nachteile von Arbeit. Ihr seid aber, viele Abonnenten sind bei mir ein bisschen jünger. Ihr seid ja alle noch in der Schule. Manche haben es hinter sich. Und wenn ihr irgendwann mal wird die Zeit kommen, wo ihr Praktikums machen müsst. Das heißt, jeder von euch muss arbeiten. Und da denkt man sich, warum soll man arbeiten? Und ich habe euch heute mal die Vor- und Nachteile von der Arbeit aufgelistet. So, fangen wir mal an mit den Vorteilen der Arbeit. Der normalen Arbeit, zum Beispiel Automechaniker, Autolackierer, Koch oder so weiter. Man verdient richtig viel Schotter. Im ersten Ausbildungsjahr verdienst du so 400 €, dann kommen 600 € und dann über 800 bis 900 € netto. Nettopreise. Und ja, ich bin ja Koch, ich bekomme ja richtig viel. Ich bekomme eine eigene Wohnung gestellt. Das heißt, ich muss für meine Wohnung, ja, das hätte ich fast meinen Wohnort preisgegeben. Ja, wo ich arbeite, da habe ich auf jeden Fall eine Wohnung. Die muss ich nicht bezahlen. Ich kann so viel essen, ich kann so viel trinken, wie ich will. Ich habe Internet und so weiter und bekomme immer noch 590 € auf die Hand. Also die Arbeit lohnt sich auf jeden Fall. Okay, das war jetzt nichts. Was sind die Nachteile von Arbeiten? Man muss da sein. Wer nicht auf der Arbeit ist, bekommt Probleme. Der fliegt raus, der wird gekündigt und das geht relativ schnell. Da kann man noch so ein gutes Arbeitsverhältnis mit dem Chef haben, mit der Chefin. Alles gut und schön. Wer nicht pünktlich kommt, der fliegt von der Arbeit. Das ist ganz normal. So. So sieht das aus. Noch ein Nachteil ist natürlich, man muss arbeiten. Und das geht manchmal auf die Psyche und auf die Knochen. Weil, ja, manchmal muss man wirklich verdammt viel ackern für sein Geld. So sieht das auf jeden Fall aus. So, jetzt könnt ihr gerne mal hinschreiben, was ihr gerne mal werden möchtet, wenn ihr groß seid. Was ihr an der Schule hasst, was ihr nicht so gut findet, was ihr gut findet. Und noch was, was ganz wichtig ist. Ups, warte. Lernt ruhig mal für einen Test oder so. Glaubt mir. Es ist zwar scheiße, auch man kann weniger zocken auf der PS3, aber am Ende, siehst du das. Siehst du deine Ernte, weißt du, was ich meine hier? Also, ja, wenn jetzt so ein Kiffer seine Samen sät, dann erntet er die Früchte seiner Arbeit. Und er raucht die Früchte seiner Arbeit. Und so ist es natürlich auch bei euch. Wenn ihr gute Noten schreibt, dann seht ihr erstmal, bringt mal gar nichts, scheiße, Zeit vergeudet, denkt ihr. Und dann, die Zeit richtet's nach Monaten, Jahren, wächst eure Arbeit und ihr könnt das Zeug ernten. Und dann habt ihr einen guten Job, eine coole Frau und viel Schotter auf der hohen Kante. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Bildung ist Macht. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.